herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich heute hier für uns ein wenig Zeit genommen haben. Wissen Sie, was Sie erwartet heute? Nun, es ist so, dass ich Ihnen jetzt stellvertretend für die Agentur einige Fragen stellen möchte, welche mal mehr und mal minder privat sind. Und diese werden wir dann eben in unsere Umfrage mit einfügen und als weitere Ausprägung nutzen. Ich werde Sie zwar am Anfang nach dem Vor- und Nachnamen fragen, allerdings werden diese im Endeffekt dann wieder gestrichen. Diese sind nämlich jetzt nur dafür da, dass wir prüfen können, okay, die eingeladene Person war da oder auch eben nicht. Das hat also reine administrative Zwecke und dient nicht irgendwie der Kontrolle in der schlussendlichen Umfrage wirklich. Okay. Wunderbar. Dann würde ich persönlich sagen, machen Sie es sich doch bitte bequem. Ganz entspannt alles. Ganz in Ruhe. Wir werden schon so unsere, ja, ich schätze mal, 20 Minuten ungefähr brauchen. Wir stehen insgesamt so bei 120 Fragen auch. Also, ja, versuchen Sie wirklich immer, das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt, zu sagen. Okay, bei Vor- und Nachname ist es natürlich leicht, aber wenn ich zum Beispiel frage, Lieblingsessen, das Erste, was in den Kopf kommt, intuitiv sagen. Okay. Gut, dann wie gesagt, bequem machen. Ich öffne die Umfrage. Da haben wir sie. Und dann würde ich sagen, können wir beginnen. Ja, wenn irgendwann zwischendurch irgendwas sein sollte, dann bitte, bitte, bitte nicht irgendwie, nicht irgendwie einfach denken, man darf nichts sagen, gar kein Thema. Sagen Sie einfach was, okay? Ist wirklich kein Thema. Und dann unterbrechen wir das Ganze im Zweifelsfall. Okay. Cool. Dann einmal bitte Ihren Vornamen. Ihren Nachnamen. Ihre Postleitzahl. Die Stadt, in der Sie wohnen, heißt. Okay. Ihre Nationalität, also welchen Pass haben Sie? Okay. Sind Sie in einem anderen Land als Deutschland vielleicht geboren worden? Und wenn ja, natürlich auch wo? Alles klar. Das Geburtsdatum, also Tag, Monat, Jahr. Wir fangen mit dem Tag an. Monat, Jahr. Perfekt, vielen Dank. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich sind Sie momentan? Dabei beschreibt 1 todunglücklich und 10. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Überlegen Sie. Alles klar. Ihr momentaner Job. Student, Schüler, Vollzeit, Teilzeit, Minijob. Alles klar. Ihr höchster Bildungsabschluss, den Sie bereits erreicht haben, also wenn Sie halt noch Schüler sind und Sie haben noch keine Hauptschule, kein Real, kein Gymnasium oder sowas, dann ist es noch nicht vorhanden. Sind Sie aber zum Beispiel Student und Sie haben dann das Abitur geschafft oder Sie haben eine Ausbildung, sind Sie gerade dran und Sie haben Realschule, Hauptschulabschluss, je nachdem. Ja, genau, das zählt. Ja, wunderbar. Wie groß sind Sie? In Zentimetern? Ungefähr. Alles klar. Ihr Gewicht in Kilogramm? Auch
Welche Klamottengröße kaufen Sie in der Regel? Okay. Welche Schuhgröße kaufen Sie in der Regel? Alles klar. Ja, ich habe da mal Probleme mit. Ich habe immer so 47,5. Das ist nicht so leicht. Wann war Ihr letzter Arztbesuch ungefähr? Es muss jetzt kein genaues Datum sein, aber irgendwie vor einem Jahr, vor 6 Monaten, gestern, whatever. Pi mal Daumen. Alles klar. Rauchen Sie Alkohol? Genau, rauchen Sie. Okay. Trinken Sie regelmäßig Alkohol, also wirklich regelmäßig und dann auch in größeren Mengen? Alles klar. Was ist Ihr lieblingsalkoholisches Getränk? Okay. Und was ist Ihr lieblings-nicht-alkoholisches Getränk? Wie stehen Sie zu Zero-Produkten, also Cola Light, Cola Zero, Fanta, Sprite, Mezzomix Zero oder auch ja, irgendwie sowas? Okay, vielen Dank. Was ist Ihr absolutes Lieblingsessen? Alles klar. Ihr absolutes Lieblingsobst. Okay. Ja, meins ist der Apfel, tatsächlich, auf jeden Fall. Nehmen Sie momentan regelmäßige Medikamente? Also nehmen Sie regelmäßig Medikamente, also jeden Tag, jede Woche oder irgendwie sowas in der Art? Okay. Haben Sie früher mal in einem gewissen Zeitraum regelmäßig Medikamente einnehmen müssen? Alles klar. Besitzen Sie eine chronische Krankheit? Was würden Sie als Ihre schwerste je gehabte Krankheit sehen? Okay, alles klar, vielen Dank. Was ist Ihre Meinung zu dem Coronavirus? Zu viel Terror? Genau richtig oder zu wenig Terror? Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr fühlen Sie sich durch die ergriffenen Maßnahmen für Corona eingeschränkt? 1, gar nicht. 10, volles Rohr. Alles klar. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst haben Sie vor Corona? 1, ist mir egal. 10, ich habe Todesangst. Okay. Was ist Ihre Meinung zur Corona-Politik? 1, die machen alles falsch. 10, die haben bis jetzt alles richtig gemacht. Alles klar. Noch eine Dingens. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stehen Sie zu den Corona-Demos? 1, finde ich total bescheuert. 10, finde ich super. Okay. Welche Partei würden Sie wählen, wenn jetzt am Sonntag die ja, Bundestagswahl wäre und Sie auch auf jeden Fall stimmberechtigt wären? Überlegen Sie. Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10 sage ich jetzt ein paar Parteien. 10. Die finden Sie super. 1, die finden Sie total Müll. Okay. Die Union. Okay. Die SPD. Okay. Die Grünen. Alles klar. Die Freie Demokratische Partei, sprich die FDP. Alles klar. Die Alternative für Deutschland, die AfD. Okay. Die Linke. Gibt es noch sonstige Parteien, die Sie irgendwie erwähnen möchten? Keine Ahnung. Umweltschützerpartei, die Partei selber.
Oder irgendwie sonst welche. Okay. Was ist Ihr Lieblingspolitiker? Gibt es da einen? Okay. Wie stehen Sie zu Angela Merkel? Alles klar. Ihre Meinung zu Donald Trump? Ihre Meinung zu Putin? Informieren Sie sich aktiv über den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten von Amerika, also Joe Biden gegen Donald Trump? Okay. Wer möchten Sie lieber als nächsten amerikanischen Präsidenten? Biden oder Donald Trump? Okay. Nennen Sie mir zwei Hobbys von Ihnen. Und? Okay. Was ist Ihre Lieblingssportart? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 Müll, 10 Top Fußball. Ihre Lieblingsmannschaft dort. Auf einer Skala von 1 bis 10 American Football. Ihre Lieblingsmannschaft dort. Alles klar. Eishockey auf einer Skala von 1 bis 10. Und Sie können sich denken, Ihre Lieblingsmannschaft dort. Alles klar. Basketball. Lieblingsmannschaft. Und jetzt habe ich nur noch eine Sportart, nämlich Handball. 1 bis 10. Und natürlich die Lieblingsmannschaft. Machen Sie selber persönlich Sport? Wenn ja, was für ein Sport? Alles klar. Und wie oft? Wunderbar. Vielen Dank. Das letzte Konzert, auf dem Sie waren, war von. War dies gleichzeitig das letzte Großevent allgemein oder haben Sie danach noch etwas gehabt, was mehr als ein paar tausend Zuschauer hatte? Fußballstadion oder sowas? Alles klar. Was war das schönste Konzert, was Sie je hatten, beziehungsweise von welchem Künstler war dies? Okay. Was ist Ihre Lieblingsmusikrichtung? Ja, auch wenn Sie mehrere haben, einfach eine genaue sagen, das wäre schon mal sehr hilfreich. Okay. Was ist Ihre Lieblingsband? Wirklich Band. Okay. Und was ist Ihr Lieblingskünstler bzw. Ihre Lieblingskünstlerin? Was ist Ihr absolutes Lieblingslied? Egal jetzt mal ob Band oder ob Musiker alleine, whatever. DJ nur. Okay.
was ist Ihre, ich nenne es mal least favorite Musikrichtung, also so eine Musikrichtung, mit der Sie überhaupt nichts anfangen können? Okay, ja, kann ich verstehen. Welchen Film haben Sie als letztes im Kino gesehen und wann war das so ungefähr? Okay, ungefähr war das. Gehen Sie oft ins Kino? Wenn ja, so wie oft so im Jahr? Geschätzt im Normaldurchschnitt. Alles klar. Gut. Hat sich dadurch Corona etwas für Sie verändert, den Kinobesuchen, gell? Haben Sie den Film Tenet gesehen? Auf jeden Fall eine Empfehlung. Was ist Ihr absoluter Lieblingsfilm? Überlegen Sie. Alles klar. Was ist oder wer ist Ihr absoluter Lieblingsschauspieler? Mann. Okay. Wer ist Ihre absolute Lieblingsschauspielerin? Okay. Haben Sie einen Lieblingsregisseur? Ja, da gibt's Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, sowas halt, wird dann immer wieder genannt. Haben Sie ein absolutes Lieblingsbuch? Haben Sie einen Lieblingsautoren? Alles klar, vielen Dank. Ich bin zum Beispiel sehr großer Fan von Jules Verne als Beispiel. Okay. Spielen Sie Games? Also wirklich so, ja. Games. Egal, jetzt mal ob Handy, Konsole, PC oder sowas. Spielen Sie was? Okay. Haben Sie Konsolen? Wenn ja, welche natürlich? Okay. Ja. Was ist Ihr momentan absolutes Lieblingsspiel? Jetzt gerade, momentan. Alles klar. Und was ist Ihr Lieblingsspiel aller Zeiten? Für immer, auf wirklich, seitdem Sie spielen gesehen. Okay. Meinung zur PS5 von Ihnen? Verstehe ich, ja. Xbox oder PlayStation? Xbox oder Nintendo? Okay. Nintendo oder PlayStation? Da gibt es sich ein Muster. Was war Ihr Traumjob als Kind? Okay, cool. Finde ich schön. Was ist denn Ihr heutiger Traumjob? Hat sich schon ein bisschen verändert. Ja, auf jeden Fall. Was ist Ihr größtes Ziel im Leben? Ihr größtes Ziel so allgemein, wirklich? Okay. Haben Sie eine Bucketlist? Bucketlist. Ziele, die Sie erreichen möchten, aufgeschrieben. Nennen
Kennen Sie den letzten Traum, der Ihnen in Erfüllung gegangen ist? Schön, ja. Welches Handy haben Sie? Okay. Was ist Ihre was ist Ihre Lieblings-Handymarke? Machen wir so rum besser. App. Twitter oder Facebook? So allgemein einfach. Facebook oder Instagram? Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber okay. Okay. Twitter oder Instagram? Okay. Haben Sie Spotify, ja oder nein? Haben Sie Netflix, ja oder nein? Haben Sie Amazon Prime, ja oder nein? Okay. Haben Sie Disney Plus, ja oder nein? Disney Plus oder Amazon Prime? Okay. Amazon Prime oder Netflix? Netflix oder Disney Plus. Okay. Bei welchem Bankanbieter sind Sie? Wie viel Zahlen hat Ihr Konto? Also Ihre Dingens. Ihr Geld auf dem Konto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Was ist Ihre Wunschzahl auf dem Konto in Zukunft? Okay. Realistisch natürlich. Sparen Sie Geld jeden Monat. Okay. Investieren Sie Geld. Okay. Kennen Sie Aktien? Kennen Sie sogenannte P2P-Kredite? Kennen Sie ETFs? Okay. Wollen Sie später mal investieren? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Okay. Was bedeutet für Sie das Wort Reichtum? Alles klar. Ab welcher Geldsumme ist man für Sie, also wenn man, wie viel Geld braucht man auf dem Konto, um für Sie als reich zu gelten? Geld lieber sparen oder ausgeben? Okay. Reisen Sie gerne. Was ist Ihr bisheriges Lieblingsland gewesen, wo Sie waren? Und Ihre Lieblingsstadt? Okay. Was ist Ihr nächstes geplantes Reiseziel? Oh, cool. Wo würden Sie niemals mehr hinreisen? Und wo möchten Sie allgemein niemals hinreisen? Okay. Okay, damit waren wir auch schon durch jetzt. Ich sehe gerade, damit haben wir alles. Wunderbar, das ging doch zeitlich recht gut, glaube ich, durch die Bühne jetzt, über die Bühne. Alles klar, dann wären Sie auch schon befreit. Haben Sie noch weitere Fragen vielleicht jetzt an mich irgendwie? Nein? Dann dürfen Sie sich gleich vorne bei der Sekretärin die Belohnung abholen für die Umfrage. Und
Sie nochmal mitmachen, wenn eine weitere Umfrage sich anbietet für Sie. Ja. Dann kommen wir auf Sie zurück und schicken Ihnen eine Mail, wenn was kommen sollte. Okay. Okay, cool. Dann bedanke ich mich und hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Jo, da geht's raus. Ciao.